Ja, ich wünsche euch einen sowas von wunderschönen und angenehmen guten Tag. Mein Name ist JB und willkommen zurück zum wahrscheinlich schwersten Spiel der Welt. Nicht mal, das ist Dark Souls. Willkommen zurück zu New Super Luigi U für die Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir die Zuckerwatten-Wolkenzone betreten, haben ganz viele wunderschöne Level in der Luft gespielt, haben einen Luigi's Mansion Easter Egg gefunden und sind nun bereit für viel Spaß. Sehr viel Spaß. Ja, da wollte ich hin. Zuckerwatten, Wolkenzone 4, Bumerang, Wolken und Springbrüder, das klingt böse. Ich wäre dafür einfach, ja, das Ding rauszuholen. Dann gucken wir mal, 100 Sekunden wie eh und je. Warte, Freunde, das wird jetzt heftig. Okay. 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 Ach du Hurensohn! Muss mir wieder alles versauen, Digga. Ja, er musste mir wieder alles versauen. Er musste es unbedingt. Mann! Ah, das wird super. Ach, es beginnt schon mal wundervoll. Irgendwie jedes Mal, wenn ich das Item eingesetzt habe, habe ich sofort wieder verloren. Ja, ernsthaft jetzt? Gib mir gefälligst was Vernünftiges. Ich sagte was Vernünftiges. Ich geb mich nicht zufrieden. Ach, halt doch dein Maul! Das brauche ich. Das brauche ich sowas von. Auch wenn wir ordentlichen Zeitdruck geraten. Okay, jetzt bloß weg hier, Digga. Ich wurde gezwungen, das zu tun, okay. Es stand eine Menge... okay, es steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Ja, danke. Ey, dieser... Ich habe so Probleme, mit diesen Wichsern fertig zu werden. Alter. Ja, ist okay. Ja, da ist nix. Danke für nix. Ach, Bruder. Bye, bye. Ja, leider wollen sie mich ja aber verarschen. Oh. Also ich wurde noch nie so krass verarscht. Wieso ist hier Yoshi? Das sind so die Sachen, die kriegt kein Mensch mitgeteilt. Als ob da ein Yoshi war. Bruder muss mich ganz schnell vergraben. Ja, komm. Kann ich's auch... Ja, moin. Oh, es tut mir leid, Yoshi. Nein. Ach. Sollte man einmal in den Genuss eines One-Ups kommen, dann so eine Geschichte. Halt dein Maul! Okay, das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte, unnötige Tode. Huiuiui. Geht jetzt das Failen wieder los? So immer gegen Ende verkacken?
Das ist so das, was immer passiert in New Super Mario Bros. U. Im Originalprojekt, im Reloaded für die Switch. Und auch hier. Zuckerwattenwolkenzone 6. Schlangenblocklauf über den Wolken. Uiuiui. Also die meint's jetzt echt ernst. Oder denkt die meinen das nicht ernst? Was zum Fick macht da ein Block? Wird das jetzt eine Glückssache? Yeah. Hallo? Ich glaube, das mit den Starcoins wird nix. Okay, da war die zweite. Zumindest will die dritte noch kriegen. Gib mir die dritte. Ey! 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 What? Made it. Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Was ist das hier für ein Scheiß? Es war Real Talk. Die wollen mich, glaube ich, komplett verarschen. Here we go. Was war das denn gerade für eine Rettungsaktion des Jahrtausends? Okay. Das war noch um einiges krasser als die Rettungsaktion in Mario Galaxy letztens. Bei der Kometenmission. Halt deine Fresse! Oh Gott! Das war aber wieder viel zu knapp. Okay, jetzt geht's plötzlich sofort. Okay. Ich hab's ja verstanden. Jetzt wissen wir, wie der Hase hier läuft. Wunderbar. Das war eigentlich schon das letzte reguläre Level. Ja, ich würde mich gern vorher noch frisch machen. Deswegen gehe ich da einfach mal ganz geschwind rein. Was haben wir hier? Oh, das brauche ich nicht so unbedingt. Okay, ich gebe zu, dass ich keine Ahnung habe. Jawohl! Ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet, außer drei One-Ups und einen Stern. Vielleicht sowas wie ein Pilz oder so. Es hätte mir gereicht. Ja, dann halt eben nicht, ne? Mann, Mann, Mann. So. Zuckerwattenwolkenzone Schloss im Flammenzeigersinn durch Ludwigs Uhrwerkfestung. Oh nein, Ludwig von Cooper. Der Adelige unter den Cooperlingen. Der hat mal wieder schöne Scheiße für uns am Start. Also wirklich wunderschöne Kacke. Das sind so Dinge, die brauchen wir. Okay, das war Gott sei Dank. Ah, ich verstehe. Ich beobachte mal, wie sich das verhält. Okay, man hat eigentlich genug Zeit. Ja, man hat genug Zeit auf jeden Fall. Natürlich. Und man kann sich hier retten. Ja, wunderbar. Bitte nicht da rein. Ich warte, bis er kommt. Da! Habe ich ihn seine Ehre genommen.
Okay. Er nimmt mir die Ehre weg, komplett. Brauche das hier. Und dann bloß hier rein. So, wie besiegt man Ludwig? Ludwig besiegen ist eigentlich sogar recht einfach, wenn man halt weiß, wie es funktioniert. Gut, dass wir jetzt hier relativ mit blauem Auge davon gekommen sind. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, das Ganze nochmal neu zu machen. So, der Kampf funktioniert folgendermaßen. Das haben wir schon im Original-Let's Play gesehen. Ja, lach nur so blöd. Der springt jetzt in die Luft und dann erschafft er Klone. Und der Klon, der die meisten Bälle schießt, ist der echte. Rechts. Ach! Okay. Ich... Nein. Ich wurde ein bisschen vom Spam überwältigt. Der linke. Okay. Wir müssen auf jeden Fall versuchen. Auf jeden Fall versuchen, dass wir uns jetzt nicht dumm treffen lassen. Okay, er wechselt auch mal. Okay, Mitte. Ja, er ist tot. Du Drecksack. Spuck auf dich, Alter. Nie wieder Ludwig. Das war das allerletzte Mal, dass ich mich auf Ludwig eingelassen habe. Bitte stirb einfach langsam und qualvoll. Ja, schon ein bisschen brutal für ein Luigi-Game. Aber was soll man sagen? Immerhin habe ich mich jetzt besser angestellt als im Mario Bros. ULP Deluxe. Versteht? Speichern? Ja, bitte. Und was ist jetzt? Entrance oder was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Galeere ist wieder da und das bedeutet, sie mag uns nicht und möchte uns greifen. Und oh, Kraftprobe mit Bowser Jr. Ja, das glaube ich, dass das eine Kraftprobe ist. Und das ist eine Kraftprobe, die man auch Kraftprobe nennen kann. So, es wird... Hä? Mach bitte. Danke. Danke. Oh. Okay. Okay. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab's wirklich kapiert. Dass hier oben eine Starcoin ist. Hat er da gerade was versucht kaputt zu machen? Wie war's da schon? Passiert da nicht mehr? Oh, das geht noch weiter. Es geht noch weiter. Uff. Uff. Nein! Hallo, ist jetzt gut? Hä? Ja, moin. Starcoin. Keine Starcoin? Echt nicht? Wo ist die scheiß Starcoin? Ja moin, die Starcoin ist nicht da. Oh doch, ich weiß, wo sie war. Ich hätte unten lang gehen müssen. Geh weg. Am besten die loswerden. Dreck. Okay, du kleiner Wicht. Hab dich gefickt, Alter, deine Mutter, Digga. Ey.
Ich hab seine Mutti. Seine Mutti. In den Rektum. Ich lass es lieber. Ich lass es lieber. Was machst du jetzt mit deinem dicken Arm? Will er mich jetzt boxen oder was? Komm von McDonald's. Nee, er ist so doof. Er macht sein eigenes Schiff kaputt. Wie dumm kann man sein? Ja, sie kehrt aber nach heute. Was ist denn mit dem? Aber dass ich das Level neu machen muss, macht mich schon ein bisschen sadie. Ich meine, ich dachte, ich muss oben rum lang gehen. Ja, moin. Da ist das Ding kaputt. Geil, Digga. Ja, was mit dir? Ja, komm doch her. Ja, komm her. Wie, nix abhauen? Verschwindet er in den Sturm. Schmutz auf dich, Digga. Könnt ihr das verstehen, dass er einfach abhaut? Er lacht mich sogar aus, Digga. Wir haben ihm gerade komplett seine Mutters Ehre weggenommen. Das war das erste Mal, dass ich den ersten Versuch geschafft habe. Ansonsten war ich dezent am Verzweifeln. Ja, das könnt ihr, glaube ich, verstehen. Dass da mal so ein Typ wie ich verzweifelt. So ein netter Typ. Digga, der wollte gerade runterspringen. Habt ihr das gesehen? Er wollte mir gerade sagen, dass er keine Lust mehr hat. Und deswegen die Entscheidung zu springen. Autschi. Okay. Also die war hier auf ganz sicher nicht, ne? Auch nicht hier unten drunter? Oder doch? Ne, selbst hier nicht. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Da unten drunter wäre es vielleicht gewesen, aber nee. Oder hier in der Wand? Nee, da bestimmt auch nicht. Da! Und da ist der Pixel-Louis. Mit einem netten Grunge-Effekt. So hieß das doch, oder? Ja, jetzt besiegen wir den Knaben halt einfach nochmal. Was haltet ihr davon? Und habt noch die Kugel mitgenommen. Ja, moin. So, jetzt spielen wir um seine Ehre erneut. Diesmal nicht um Muttis Ehre, sondern um Großmuttis Ehre. Ja, komm doch. Ich sag... So ein Spaten. Hä? Er verarscht mich doch. Okay. Und der Schlüssel ist da einfach, wenn er runterkommt, sich dann neben ihn zu stellen und dann hoch. Okay, jetzt ist mir so... Ja, völlig egal. Also der Gegentreffer war schon hart lachhaft. Muss man mal gesagt haben. Kommt jetzt wieder die Szene von eben? Tatsächlich schon. Ich kann sie nicht überspringen. Ja, komm. Ja. Tut mir leid, Bowser Junior. So, jetzt müssten wir aber alles haben. Wundervoll. Alle Sternmünzen aus der Zuckerwattenwolkenzone. Wofür das wohl gut ist? Speichern, auf jeden Fall. So, und geschwächt gehen wir jetzt in den Sturm hinein. Pilzpalast. Luigi!
Peach, wir kommen! Bowser Junior. So. Wir machen heute auf jeden Fall noch Pilzpalast 1, Magma Schlossgraben. Damit wir zumindest nicht den kürzesten Part hier haben, hier machen wir erstmal alles. Ich wollte nur da drauf springen, er fickt mich hart, Alter. Das war die Strafe dafür, dass ich um Bowser Juniors Großmutters Ehre gespielt habe. Ich bin keine 5 Sekunden im Level und bin schon gestorben. Habe ich auch verdient. Aber das bitte schnell aus eurem Gedächtnis löschen. Das war sensibler Content, der... Ach, halt dein Maul! Dieser Content ist nichts für euch, so. Das könnte bleibende Schäden verursachen, sich das anzusehen, wie ich da verkacke. Ist nur so ein allgemeiner Tipp von mir. Okay, ich hätte vielleicht in dem Moment springen sollen. Dann halt nicht. Okay, das ist die 2. Oh Gott. I'm getting trolled. Immerhin. Okay, ich habe ein ungutes Gefühl, was Starcoins angeht. Ich habe so das Gefühl, ich habe was übersehen. Habe ich. Oh. Oh shit. Nein! Oh! Das war, glaube ich, die zweite Rettungsaktion des Jahrtausends in diesem Part. Ich lebe gefährlich, Bruder, ich lebe gefährlich. Jetzt müssen wir noch den Secret Exit finden, den gab's ja hier auch noch irgendwo versteckt. Ja, keine Ahnung, wo der war. Auf jeden Fall ist diese Lava-Welt echt endkrass. Oh, ich wollte sagen, ich lebe nicht nur gefährlich, ich bin selber gefährlich. Okay. Oh, diese Magma-Dinger hier. Das ist zu gefährlich. Nennt mir etwas, was noch mehr gefährlich ist als das hier. Also, laut meinen Informationen gibt es nichts Gefährlicheres. Aber ich glaube, hier oben scheint irgendwas Lustiges zu sein. Man kann's ja versuchen, oder nicht? Ja, klar. Nee. Wo ist denn der Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo soll der Secret Exit sein? Ach, die Verstecke sind so komplett lost einfach nur. Es ist kaum auszuhalten. Dann setze ich jetzt doch einen Schnitt und dann gucken wir mal, wo der ist. Alter. Ich wurde verarscht vom Spiel. Aber richtig verarscht. Nicht so hier, da, guck mal. Sondern so richtig... Ja, natürlich springe ich da rein. Och, ich Idiot. Was mache ich hier? Mann, wenn ich durchs Level renne, mach so dumm Scheiß, Alter. Das Spiel hat uns richtig verarscht. Wisst ihr noch, an der Stelle, wo die Blöcke da waren und wo so richtig schnell die Meteoriten runterkamen? Das, meine lieben Freunde, ist der Ort, den wir gesucht haben. Und wir waren ja schon da und ich bin ja da reingerannt quasi. Ihr wisst, was ich meine. Der Ort kommt jetzt gleich. Und zwar ist das hier.
Hier waren wir doch schon. Ja, ich bin da reingerannt. Hab keine Ahnung, was mit denen hier abging. Ja, moin. Und da ist der Luigi. Oho, Secret. Finde ich super. Ich glaube, wir haben bis jetzt in jedem Level mal einmal den Pix Luigi gesehen oder die Zuschauer konnten ihn sehen. Aber ich habe ihn übersehen. Keine Ahnung. So, und damit öffnet sich ein Geheimpfad zu einem super geheimen Level. Finde ich klasse. Und im nächsten Part, Freunde, geht es dann weiter mit dem Pilzpalast der finalen Welt von New Super Luigi U Deluxe.